Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Photographisch Quick Tips. Wie der Name schon sagt, werde ich in dieser Rubrik keine ausführlichen Tutorials anbieten wie sonst, sondern kurze Tipps und Tricks zu speziellen Funktionen in Photoshop. Neben den ausführlicheren Tutorials, die ich natürlich weiterhin produzieren werde, sollen die Quick Tips etwa zweimal die Woche zusätzlichen Input bieten und eine weitere Hilfestellung im Umgang mit Photoshop sein. Heute in der ersten Folge soll es um das Linealwerkzeug gehen, welches eine nicht wirklich versteckte, aber sagen wir mal vernachlässigte Funktion besitzt, und zwar die gerade ausrichten Funktion, mit der wir ein Bild gerade ausrichten können. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten, ein Bild gerade auszurichten: einmal an einer Horizontallinie, an einer gedachten Horizontallinie oder an einer gedachten Vertikallinie. Und nun werde ich euch einmal zeigen, wie das geht. Und zwar nehmen wir das Linealwerkzeug, welches sich unter dem Pipettenwerkzeug verbirgt. Und nun in diesem Bild hier denken wir uns einmal die Horizontallinie, die ich hier einmal markiert habe, ziehen mit gedrückter linker Maustaste einfach eine Linie gemäß der Horizontallinie, klicken anschließend hier oben auf gerade ausrichten und Photoshop richtet das Bild mit nur einem Klick an der Horizontallinie aus. Die zweite Möglichkeit ist die Vertikallinie, die ich hier einmal eingezeichnet habe. Und so ziehen wir dann auch diese Vertikallinie mit dem Linealwerkzeug, klicken auf gerade ausrichten und das Bild wird an der Horizontallinie gerade ausgerichtet. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas weiterhelfen. Bis zum nächsten Quick-Tipp. Auf Wiederschauen!